Ich hatte gerade seinen lila Shake. Alles Gute, Grimace! Halt's Maul! Wir hatten die Chance, uns mit Grimace zusammenzusetzen, um über seinen Aufstieg und Fall bei der McDonald's Corporation zu sprechen. Und natürlich über die Grimace-Shake-Morde. Ja, soll ich hier sitzen? Grimace packt aus, Take One, Kamera A und los! Also Grimace, womit hat alles angefangen? Ich habe bei der McDonald's Corporation als Hausmeister angefangen. Manchmal habe ich Ronald McDonald den Gang herunterlaufen sehen und habe ihm neue Produkte vorgeschlagen. Der Big Mac, meine Idee. Der Hamburger Royal, meine Idee. Die frittierten getrockneten Hähnchenstücke, Ronalds Idee. Aber es war meine Idee, sie McNuggets zu nennen. Er hat mir für nichts davon Anerkennung geschenkt. Dann habe ich damit gedroht zu kündigen. Da bot er mir dann Folgendes an. Den Grimace Shake. Ein lila Milkshake, der nach mir benannt ist und den es nur eine Woche gibt. Zunächst lief auch alles richtig toll. Die Reviews waren toll. Die Verkaufszahlen waren toll. Doch dann veröffentlichte jemand ein TikTok mit dem Hashtag Grimace Shake. Ich hab den neuen Grimace Shake. Happy Birthday, Grimace. Gar nicht so übel. Die Leute haben angefangen, mir diese Videos zu schicken und zunächst dachte ich, das wäre ziemlich dämlich. Ohne jeglichen Respekt, weil ich da ziemlich hart dran gearbeitet habe. Und dann haben Tausende angefangen, diese Videos hochzuladen. Sie haben mich ausgelacht. Was geht ab, Jojo Head? Heute probiere ich den Grimace Shake. Ist der Geburtstag, also probiere ich mal. Was geht ab, Leute? Ich probiere zum ersten Mal den Grimace Shake. Alles Gute, Grimace. Das schmeckt echt gut. Dann rief mich meine Frau an. Sie sagte, dass sie den Grimace Shake Trend gesehen hat und sie mich nicht mehr sexuell attraktiv findet. Und ich meinte, ja, dann hör doch einfach auf, die Videos zu schauen. Und sie meinte, ich kann nicht. Die sind ziemlich lustig. Wie konnte so etwas wie dies geschehen? Etwas, das so harmlos erscheint, häufte über 1 Milliarde Aufrufe an und ruinierte somit das Leben einer Person. Um dies herauszufinden, habe ich mich dazu entschlossen, die Person zu besuchen, die das erste Grimace Shake Video veröffentlicht hat. Oh, tut mir leid, sind Sie Brads Mom? Wissen Sie, wo mein Sohn ist? Wird er vermisst? Wir haben ihn seit 5 Monaten nicht gesehen, nachdem er mit diesem Milchshake-Trend viral gegangen ist. Haben Sie eine Idee, wo er hin sein könnte? Er hat in einer Notiz geschrieben, dass er an einen Strand nach Miami gefahren sei. Also habe ich versucht, die zweite Person, die ein Grimace-Shake-Video veröffentlicht hat, anzutreffen. Dann die dritte, dann die vierte. Alle sind unter denselben Umständen verschwunden. Alle schrieben über Miami. Dann fand ich die fünfte Person in einer Leichenhalle, wo sie gearbeitet hat. Bevor sie umgebracht wurde. Der Autopsiebericht sagt aus, dass der Magen des Opfers mit einer unbekannten lila Substanz gefüllt war. Ich fragte, ob ich die Substanz probieren dürfe, um mehr Hinweise zu erlangen. Dann schmissen sie mich aus der Leichenhalle und erteilten mir Hausverbot. Also kontaktierte ich die sechste Person, die ein Grimace Shake Video hochgeladen hatte. Dies war ein Mann namens Vance. Oh mein Gott, Sie sind am Leben. Okay, Sir, ich habe Grund zur Annahme, dass Ihr Leben in großer Gefahr ist. Also verschließen Sie alle Türen und verstecken Sie sich. Ich bin gleich da. In so 4 Stunden. Hören Sie, ich habe diesem Tinder-Date schon zugestimmt. Und ich finde sie auch gar nicht so attraktiv, also wird das wahrscheinlich gar nicht so lange dauern. Sie gibt mir wahrscheinlich einen studrigen Blowjob auf dem Klo und ich nehme einen Kaffee to go. Also bleiben Sie, wo Sie sind. Sollte ich da nicht die Cops rufen? Nein, ich will diese Story wirklich exklusiv, also bleiben Sie einfach da. Okay, ich bin so in 5 Stunden da. Also ging ich aufs Date und es war okay. Sie kam aus einer Stadt in Montana, von der ich nie gehört habe. Das Einzige, was wir gemeinsam hatten, war die Meinung darüber, dass Marvel nach Endgame ziemlich nachgelassen hat. Ich fragte, ob sie Ant-Man Quantumania gesehen hat. Sie fragte, ob das der Film ist mit dem Typen, der gecancelt wurde. Und ich sagte, ja, ich denke schon. Dann fragte sie mich, ob er nochmal vorkommen wird. Und ich sagte, nein, ich glaube, sie haben ihn entlassen. Dann fragte sie mich, ob ich Lust habe auf einen schludrigen Blowjob auf dem Klo. Daraufhin habe ich gelogen und gesagt, dass ich starken Durchfall habe und bin sofort gegangen. Dann war ich noch in der Mall und habe diese coolen Chucks gekauft. Auf dem Weg zurück zu meinem Auto sagte mir jemand, wow, diese Schuhe sind der Killer. Und als ich Killer hörte, ist mir eingefallen, dass ich Vance treffen wollte, bevor er getötet wird. Also bin ich direkt zu ihm gefahren. Leider jedoch war ich zu spät. Vance wurde ermordet. Doch die gute Nachricht, der Cop hat mir Komplimente für meine Chucks gemacht.
Außerdem hat eine Sicherheitskamera Aufnahmen vom Täter eingefangen. Ich kann nichts zur Statur des Verdächtigen sagen, da dies Bodyshaming wäre. Und ich kann nichts zum Geschlecht sagen, denn das Geschlecht ist ein Konstrukt. Ich kann ebenfalls nichts zur Herkunft sagen, da es rassistisch wäre, die Herkunft anzunehmen. Wir kommen hier gerade wirklich nicht weiter. Was ich jedoch sagen kann, ist, dass dies ein lebendes Wesen ist. Und dieses lebende Wesen hat definitiv diesen dürren weißen Jungen ermordet. Unser Phantombildzeichner hat den Verdächtigen nach unseren Vorstellungen gezeichnet. Also sollten Sie irgendwelche Informationen zu diesem Fall haben, kontaktieren Sie uns auf Truth Social oder auf dem Cops Rule Discord-Server. Über die nächsten Tage hinweg wurden 5 weitere Menschen, die zu dem Grimace Shake-Trend beigetragen haben, auf unerklärliche Weise ermordet. Und ich fange an zu glauben, dass Grimace damit zu tun hat. Also beschloss ich, ihn zu konfrontieren. Eine Person wurde mit einem Gegenstand in Form eines Mixers erschlagen aufgefunden, eine weitere in einer Wanne voll Milch und noch eine Person wurde in einem Fass mit lila Lebensmittelfarbe gefunden. Was glauben Sie, will der Killer damit aussagen? Dass jede Aktion eine gleich große Reaktion hat? Diese Leute haben online etwas Lustiges gemacht und deswegen sollen sie getötet werden? Glauben Sie, das sei eine gleichwertige Reaktion? Vielleicht. Fahren wir fort. Gestern haben sie einen Song veröffentlicht mit dem Titel Ja, ich habe sie ermordet. Ja, ich killte sie. Ja, ich killte sie. Bin groß und bin lila. Ja, das stimmt. Ich hab's noch drauf. Nun, dieser Songtext klingt sehr danach, als wenn sie einen Mord gestehen würden. Haben Sie etwas dazu zu sagen? Zufall. Was ist mit dem Songtext Ich tötete Brad, Jacob, Vance und Tammy? Ihr findet ihre kopflosen Körper an einem Strand in Miami. Letzte Nacht fand man die kopflosen Körper dieser aufgezählten Person an einem Strand in Miami. Ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Ich bin gleich wieder zurück. Okay. Die ist hier, nicht wahr? Yep. Was zur Hölle habe ich getan? Ich habe sie alle getötet. Das ist alles Ronalds Schuld. Deswegen musste ich ihn als erstes töten. Ich lasse sie alle dafür bezahlen. Dieser dämliche Reporter ist definitiv als nächstes dran. Über wen denkst du, spricht er? Ich war nicht davon überzeugt, dass Grimace für all diese Tode verantwortlich sei. Also stimmte ich zu, ihn später am Abend in einem verlassenen Industriegebiet am Rande der Stadt zu treffen. Grimace? Grimace, wo bist du? Grimace? Hey Leute, Dragon Dub hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Schaut auch gerne beim weiteren Cast vorbei. Den findet ihr hier eingeblendet oder auch in der Videobeschreibung. Hey, Baby, du bist meine Cinderella. Du bist magischer als dieser Uri Geller. Wenn du fragst, dann sag ich ja, ich will forever, ever, ever, ever.